Worüber willst du dann reden? Alles in Ordnung? Eigentlich nicht. Ich habe da etwas, das ich dir sagen will. Aus tiefstem Herzen. Da ist Blut drin. Die Vorstellung, dass das Herz der Sitz der Liebe und der Charakterstärke ist, ist veraltet. Aber in Wirklichkeit liegen diese Eigenschaften in der Amygdala, die ein Teil des Gehirns ist. Nein, ich meine, seit ich aus dem Koma aufgewacht bin, wollte ich dir etwas sagen. Über dich. Aber wieso hast du es nicht schon längst getan? Weil ich diesen Fall zu Ende bringen wollte. Ich wollte sicher gehen, dass ich wieder der Alte bin. Und hat dich die Tatsache, dass wir den Fall nicht abgeschlossen haben, zweifeln lassen? Nein, wir haben getan, was wir konnten. Warte mal, Augenblick. Du glaubst nicht, dass ich wieder voll da bin. Doch, ich weiß, dass du wieder voll da bist. Ehrlich? Naja, du trägst deine Socken. Oh, ja. Oh nein. Oh nein, er hasst Buden. Töte den Clown nicht. Oh. Komm her. Du hast Clowns, du findest sie nicht witzig. Richtig, ja. Vor meinem Koma habe ich einen Clown von einem Eiswagen geschossen. Ja. Ich bin sicher, in ein paar Wochen wirst du Clowns wieder hassen und wieder ganz normal sein. Ja, in ein paar Wochen. Und was wolltest du mir sagen? Dass ich dich liebe. Beruflich und auf kumpelhafte Weise. Kumpelhafte Weise? Das habe ich verstanden, Kuhl. Ich liebe dich auch, Kumpel. Habt ihr mal kurz Zeit? Also, was ist los? Ich dachte, ich überlasse dir die Ehre, Mr. Fargott oder Alexander Gallon zu verhaften, wie auch immer man ihn nennen will. Habt einfach bei. Sie haben noch nicht genug Beweise. Für Mord. Wir hatten nicht genug, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Aber Mord ist nicht das einzige Verbrechen. Uns kommt es manchmal nur so vor. Autodiebstahl? Wegen des Mietwagens? Überweisungsbetrug? Der Mann hat Menschen ein Luxushotel mit der Wasser verkauft. Wenn er uns das nicht zeigen kann, dann haben wir ihn wegen Betrug. So rechtmäßiges Tragen einer Uniform. Diese Puppysuits sind Navy-Eigentum. Das ist erst der Anfang. Ich lasse dem Bezirksstaatsanwalt seine eigene Liste machen. Wie viel bringt ihm das? Insgesamt 100 Jahre plus minus. Aber er soll wegen Mordes verurteilt werden. Glücklicherweise habt ihr ja mich, die alles ausbügelt, wenn ihr es nicht.